Quoten ja oder nein? Das ist eine ganz schön komplexe Frage für so ein 3-Minuten-Format. Also erstmal fühlt sich das als Künstlerin ganz schön restriktiv an und wie so eine Art kollektive Erziehungsmaßnahme. Aber unter den bestehenden Verhältnissen, ja, bin ich eine Quotenbefürworterin. Und auch nochmal dem kurzen Format geschuldet, spreche ich jetzt hier über die Frauenquote. Und wenn ich über Frauen und die Frauenquote spreche, spreche ich selbstverständlich über alle Menschen, die sich als Frau verstehen, also auch Trans- und Cis-Frauen. Was mich an der Debatte am allermeisten interessiert, ist die Frage nach dem Transformationsprozess. Also wie bekommt man das eigentlich hin, wenn man so lange in einem Land gelebt hat, wo soziale Ausschlüsse an der Tagesordnung waren und in den meisten Fällen ja gar nicht motivische, sondern meistens strukturelle Ausschlüsse. Und zum Beispiel haben wir im Moment in Deutschland noch nicht mal 30% von Frauen in Schaltpositionen, also in wichtigen Chefpositionen. Wie kann man sowas überhaupt verändern? Und da merkt man eigentlich ziemlich schnell, dass da ein ganzer Rattenschwanz an Fragen einfach dranhängt, wie zum Beispiel die Gretchenfrage nach der Kindererziehung, ja. Also ich kenne ganz wenige Paare, die sagen, das ist für sie irgendwie gleich aufgeteilt oder das kann ja für jeden auch individuell verschieden sein, aber so, dass beide sagen, das ist irgendwie fair. Und wie ist es mit Unterstützung für Alleinerziehenden? Wie ist es mit Bildungsangeboten? Und ich denke, eine Quote kann hier im besten Falle irritieren. Also wirklich eingesessene und durchgekrustete Strukturen einfach irritieren. Und wenn ich von einem Transformationsprozess spreche, dann ist ja einfach auch die Frage, wo wollen wir hin? Also wenn wir wirklich zu einer Gleichstellung von Mann und Frau in Deutschland wollen, dann ist diese Quote ja einfach wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil es eine Mindestbeteiligung fordert und noch lange keine Parität. Und da kommt mir dann manchmal einfach auch der Gedanke, was wäre, wenn man das Ganze, die ganze Power Structure einfach mal umdrehen würde. Also wir leben jetzt so lange in einem Land, wo einfach wirklich Männer dominant sind, dominant waren und einfach auch überpräsentiert waren. Was wäre wie so, wenn man sich eine Hüfte einfach ausrenkt und man kippt es einfach mal in die andere Richtung und man würde Frauen jetzt mal eine ganze Zeit lang einfach überpräsentieren? Würde das was ändern? Würde das in der Politik was ändern? Würde das in der Kultur was ändern? Was für neue Strukturen und was für neue Gesellschaften würde das fördern?